Hallo, guten Tag. Hallo. Ja, heute ist der 21.06.2023. Wir sind wieder in Goslar und gucken uns auf dem Schützenplatz an, wie die Aufbauarbeiten, sag ich mal, weiter Fortschritte machen. Ja. Es ist ungefähr 12 Uhr übrigens. Ja. Lass uns mal rübergehen. Es sind ja, seit wir hier waren, nur wenige Stunden vergangen und selbstverständlich mussten die Menschen auch schlafen. Also so viel kann jetzt nicht passiert sein. Aber wir gucken mal, wir spüren das auf. Da vorne, das finde ich ganz nett hier, da steht ein Toilettenwagen. Also da steht Toiletten für alle. No limit. Ja, wieso, wen sollte man denn ausschließen? Ja, oder? Und no ja, limit. No ne? Limit ne? Genau, ja, ja, so viel ihr wollt, ne? Ja, mal sehen, ob wir heute ein paar Preise sehen. Wirkens Mandeln. Die Mandelpreise waren ja doch bösartig nach oben gegangen. Ja. Also schon letztes Jahr. Ich meine jetzt gar nicht unbedingt hier, aber ich hatte es zum Beispiel gesehen auf dem Walpurgis oder so. Ja. Wenn sie in Straßen irgendwo stehen, die Wagen. Ja, das letzte war Walpurgis. Aha. Da habe ich irgendwas noch mit 15 Euro in Erinnerung. Hier gibt es Wurst von Pferden. Wer es mag. Und die haben das ja richtig gut gemacht. Ne? Also wie lange ist jetzt noch bis zum 1. 30. geht's los. Was ist heute? 21. Neun Tage. Ja, die sind ja schon also, so gut fertig. Da muss man mal sagen, Respekt. Jeder andere würde seine Arbeit so weit nach hinten schieben, dass er dann gerade noch fertig wird. Was ich neulich sagte, ein Projekt dauert immer so lange, wie Zeit zur Verfügung steht. Aber die haben das hier genau andersrum gemacht. Die sind hier, haben die Ärmel hochgekrempelt, so richtig reingehauen. Ja, und jetzt sind die eigentlich fertig, ne? Ja, die, genau. Jetzt haben die da noch die letzten Handgriffe. Ja, dann können, und dann können sie die Füße hochlegen. Ist genau, toll. Können sich in die Sonne setzen, ja, und den Tag genießen. Ah, hier, zum Probesitzen. Testsitz. Ja, und, ja. Warte, lass mich mal machen. Ja, ob das darf ich mich auf den Testsitz setzen? Danke. Neue Farbe? Ach so, dann, die ist noch nicht trocken, ja? Okay, das ist schlecht. Okay, danke. Okay, ja, danke. Ja, ja, nee, sonst klebst du nachher noch fest, ne? Wie gut, dass ich gefragt habe. Ja, sonst wäre ich jetzt rot. Ja, genau, dann wäre die Hose dahin. Ja, das ist hier der Autoscooter. Der Bibub. Der wird noch zusammengeschraubt. Hier. Hat das was, ich sag mal, dieser Wagen, hat der was zu tun mit dem Hangover? Nein, das wird hier zum Autoscooter gehören. Die bauen einen Autoscooter daraus? Ja, ja, genau. Hier ist einer und da drüben ist auch ein Wagen. Da ist alles drin. Ja, die haben zwei Autoscooter auf dem Platz, richtig? Ja, 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 ja. War letztes Jahr. Sag mal, auch was so. Hältst du denn davon? Du hast doch so eine Karte gefunden, was auf dem Platz alles so aufgestellt werden soll. Die kann ich ja mal einbauen. Ja, genau. Hier, bau die noch mal in dieses Video mit ein irgendwo. Ja, aber das geht nur bei der 180-Grad-Variante, nicht beim 360er. Aha. Hier, guck mal, die Kleinen machen mit. Klasse, klasse. Jo, genau. Ralf, Arendt und richtig Söhne. Klasse. Ja. Da hinten hat sich noch nichts getan, großartig. Hier passiert aber irgendwas. Was ist das? Ja, das ist wohl eine. Komm, wir gucken mal. Schießbude. Ja, ich glaube. Ja. Jo. Oh hier Mann, das muss man auch alles erstmal wieder eingeräumt haben. Ha? Hallo. Hallo. Ah, das leibliche Wohl. Eine Schluckhalle. Eine Schluckhalle, wirklich? Wo steht das? Nee, das weiß ich noch vom letzten Jahr.
Das ist ganz schön groß geworden. Also als sie das hier aufgebaut haben, da habe ich mich noch gefragt, was ist das? Das war ja auch so auf so hauchdünnen Sockeln hier an den Seiten. Ja, deswegen muss das auch genau ausgerichtet werden. Ja, also das ist irgendwie ganz pfiffig kompakt zusammengebaut gewesen. Jetzt ist das ganz, ganz großer Raum da drin. Ja, es ist schon bewundernswert, wie das alles so ineinander fasst. Ich habe gehört, jetzt aufgrund dieser inflationären Zeit, die wir haben, würden einige Leute doch in sowas reingehen. Ja. Wenn nachher die Bestuhlung drin ist, da kannst du ja super gemütlich sitzen, ne? Mhm. Und bringen ihre eigenen Getränke mit. Was für eine Frechheit. Ja, ja. Macht man nicht. Nee. Oh, das ist hier wieder irgendwas für Kinder. Das ist doch schön hier. So ein Schloss der Art. Total schön. Ja. Die Bauernschenke. So, und da geht's dann rein. Ja. Was mag das werden? So eine Pferdereiten oder so? Da steht es oben drauf. Traumschloss. Traumschloss, ja. Ja. Hm. Ja. Da habe ich noch gar keine Vorstellung. Hier ist wieder No Limit, Toilette. Oh, oh. Da. Hänsel sitzt im Stall. Hallo. Hallo. Bauernschenke. Schoko, Früchte, Nussspezialitäten. Wiedergebrannte Mandeln. Bestimmt. Ja, da ja, steht ja da. Ja. Also, wenn wir mit dem guten Jens wieder vom Platz gehen, der hat ja eine Menge Hintergrundwissen, dann sollte er mal in Erfahrung bringen, wie das mit den Kindern denn so läuft, wenn die im schulfähigen Alter sind. Eigentlich soll man Kinder ja auch immer im Kindergarten oder in der Vorschule gehabt haben, was ja im Kindergarten stattfindet, weil die dann da Sachen beigebracht kriegen, was sie dann in der ersten Klasse schon mal so ein bisschen auf Gleichstand bringt mit allem Mann, ja? Ja. Ja, ob die Kinder hier dann alle immer da, wo sie jeweils sind, zu den Schulen gehen müssen. Mhm. Das ist ja dann gruselig, weil die sind ja nicht alle auf dem gleichen Stand. Ne? Mhm. Für die Schaustellerkinder ist das dann ja eine Herausforderung. Happy Family. Das Tollste ist natürlich, wenn man Homeoffice machen darf, Homeschooling. Ich glaube, in Österreich darf man das, in Deutschland nicht. Vielleicht unter gewissen Voraussetzungen. Was haben Sie jetzt hier vor? Happy Family. Ja, das ist so. Das ist auch alles so zusammen. Ja, ja, wird alles auseinandergeklappt. Ja, also sehr zu bewundern, wie das gebaut ist. Ja. Oh, da haben Sie noch ganz schön zu schrauben. Das wird irgendwas Lustiges. Ja. Ich glaube, das dreht sich nachher und dann muss man dann durchlaufen. Ja. Und wehe, du fällst. Ja, der Klassiker seit vielen Jahrzehnten. Ha. Ist ja auch toll, welches Kind möchte nicht mal mit so einem Feuerwehrauto fahren, ne? Mhm. Wirklich schöne Sachen. Und es riecht schon lecker. Okay. Irgendjemand macht hier was mit Vanille. Oh, die machen sich vielleicht selber. Ja, die werden, natürlich machen die sich selber was. Ja. Weil bevor die eingepackt haben, haben die alles picobello sauber gemacht. Mhm. Wo ist der Hund? Das weiß ich nicht. Hallo. Da hinten. Ah, hier wird gerade Bauernkarte zusammengebaut. Springfrosch. Ha, da oben wird die Sache mit dem Fernsehen geregelt. Schüssel drauf. Ja. Na, komm weiter.
Da hinten ist irgendwas Neues. Springfrosch. Jetzt werden das auch inzwischen viele Wohnwagen. Ja. Mit Balkon dran, fantastisch. Ja, es kriegt immer mehr ein Gesicht. Ein Booster. Auszeit. Wollen wir da durchgehen? Da ist nichts, da waren wir schon. Ach so, okay. Ja, so, das ist dieser Wohnwagen, der mich so begeistert da hinten. Ja. Premiere. Ah, hier ist was Neues. Das war gestern, glaube ich, noch nicht. Das ist wohl dieses Ding vom letzten Jahr. Da stand er an der gleichen Stelle. Was sich da immer so wie so ein Rotor im Kreis dreht. Das geradeaus da? Ja, ja, genau, das wird das wohl sein. XXL Racer. Ja, vermute ich mal. Ja. Ja, das ist auch wieder so eine Art Teleskopstange, sag ich mal. Ne? Das wird dann irgendwie hydraulisch auseinandergefahren. Die sind jetzt beliebt, ja? Ja. 35 Meter. 35 Meter. Also so hoch wie das ungefähr. Wie ja. Das Riesenrad. Ja, ja. Und was macht das? Ich sagte ja, das ist wieder wie letztes Jahr. Das ist wie so eine Art Propeller, so eine Art Rotor, wo dann rechts und links am Ende Kabinen angebracht sind und dann drehst du dich immer im Kreis. Aha. Und die Kabinen selber dann, die Sitze, die drehen sich dann auch nochmal um 360 Grad. Ja, da wirst du so richtig durchgewirbelt. Aha. Wenn es das ist, aber ich vermute es mal stark. Also hier hat man noch nicht richtig hochgeschoben. Ja, die sind noch dran. Aber man hat wohl schon gewischt, ne? Ja, Sauberkeit. Die Lampen, die müssen ja auch noch ran. Ja, genau. Ja. Ja, gestern haben sie da die Böden da Play it. Reingebracht. Mhm. Ja, die sind ja hier ziemlich fertig schon mit ihrer Achterbahn. Ja, siehst du, die haben schon irgendwo die Füße hochliegen. Mhm. Ja, so. Oder jetzt machen die ihr Häuschen da vorne klar Schiff. Ja. Aber ich glaube, da braucht man ja noch immer nicht viel tun, ne? Mhm, weiß ich nicht. Eigentlich alles nur einmal anzurren, bevor es wieder losgeht. Ja, und gestern waren hier noch keine. Da kommt irgendwas. Hier ist der Breakdancer. Ja, der muss noch zusammengeschraubt werden. Allerdings nicht die Familie Bruch. Ja, und gestern waren hier noch keine Gondeln dran, also keine Kabinen. Ach ja, guck mal hier, die Scheiben sind getönt. Ja, warte, ich kann hier nicht so schnell rum. Ja. Ja, klar, geht einem jetzt erst so auf. Ne? Wenn das normale Scheiben wären, die würden sich ja einen Sonnenbrand nach dem nächsten holen, ne? Ja. Ja, ja. Asian-Nudeln, lecker, lecker. Mhm. Guck mal, in vegan. Ja. Das ist doch klasse. Ja, liebe Veganer, ich glaube, da ist so das ein oder andere für euch dabei. Das ist richtig toll. Normalerweise sind die Veganer mal mit ihren Freunden über den Platz gegangen. Früher war das so. Ja, und haben einen Daumen gebissen. Ja, genau, die blieben dann stehen. Oh, toll, lass mal ein bisschen essen und so. Und der Veganer stand dann daneben, ganz geduldig, hat gewartet. Mhm. Und dann für ihn selbst gab es irgendwie nichts. Aber hier die Sache mit den Champignons, ne? Bleibt der Veganer einfach den Champignons stehlen und alle sagen, oh nein, ey, scheiße, müssen wir jetzt hier wirklich warten, bis du die Pilze aufgegessen hast? Ja, 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 ja. Das ist immer das Gleiche. Ja, ja. Ja, lass uns mal hier weitergehen. Hier ist gerade Musik. Ja, ja, ich habe das schon gesagt. Hier ist gerade Musik im Hintergrund. Die möchte ich nicht gerne drauf haben.
Ja. Das haben wir da wieder. Also so vegan ist keine Modeerscheinung. Das ist ja eine Lebensrichtung, die meiner Meinung nach ja immer wichtiger wird. Ja. Auch immer mehr angenommen wird. Atlantis, die versunkene Stadt, hat hier aufgebaut. Alles in Blau. Und was wird das dann? Ja, wir werden es sehen. Wir werden da noch irgendwas reinbauen. Bin ich ja gespannt. Ja. Ich habe noch überhaupt keine Idee. Ja, hier haben wir noch eine große freie Fläche. Da sind wir mal gespannt, was da aufgebaut wird. Wir haben nämlich keine große Achterbahn zurzeit. Und es soll ja, glaube ich, wie ich gehört habe, eine noch Wildwasserbahn aufgebaut werden. Die kann wahrscheinlich hier gut Platz finden. Aha. Diese Einkaufspassage, oder wie kann man dazu sagen? Ja? Das wird kurzfristig. Genau, das ist immer auf den letzten Drücker wird das aufgestellt. Ja, die tingeln von Jahrmarkt zu Jahrmarkt. Und diese Zelte oder was sie dann da haben, sind so voll mit Waren. Das ist also, kann schon Hut verziehen, wie man in der kurzen Zeit so einen Stand auf die Beine kriegt. Ne? Ja, jetzt haben wir schon wieder hier Musik. Ja, das wird so oder so ein Problem werden mit YouTube, dass wenn wir hier Musik haben, dass es dann wieder Beschwerden dann gibt. Dann kann das sein, dass wir das Stück rausschneiden müssen. Ja, jetzt könnte hier auch was fehlen. Genau, dann werden wir mal sehen, was passiert. Tonmäßig jedenfalls. Ja, wie wir das wegkriegen. Ja. Ah, guck an, geradeaus. Das war gestern noch nicht fertig. Das ist dieses Kettenkarussell. Da wird man also hochgezogen auf, was waren das, 30 Meter ungefähr. Und ja, und dann geht die Post ab. Mhm. Ja, wie man es von früher für die Kleinen kennt. Sag mal, dieser Wagen steht ja nicht auch immer in der Handklee? Wenn wir eine Party im Park haben, weil pure Sommerfest. Oh, das kann sein. Ja. Safari. Ja. Hallo. Hallo. Sind die hier fertig jetzt? Ja, macht so den Eindruck. Was ist denn hier im Außenbereich, diese Stehtische? Kommt da noch hin. Die werden noch ein bisschen verteilt und es gibt noch Barhocker, oder wie? Ja, richtig. Diese Bierzeltgarnituren. Schmalzkuchen, ist ja auch sehr beliebt. Heideschinken. Ja, Preise sind noch nicht ausgehängt worden. Ja. Ja, Kettenflieger. Eine Creperie. Ja. Beachtlich, so ein kleiner Anhänger und da steht dann jemand drin und macht die ganze Zeit Crepe. Ja. Die Gondeln sind dran. Oh, guck mal, die Sitze rot und glitzern wie blöd. Rot-Silber. Ja, also wenn ihr hier rein wollt, unter 1,20 braucht ihr nicht probieren. Dann müsst ihr noch ein bisschen warten. Mhm. 40 Meter geht's hier hoch. Ja. Du machst das. Nee, du, ich mach Jens. Das nicht. Ich gehe da nicht rein. Wenn da so ein Seil reißt. Und ich zoome dann mit der Handykamera eure Gesichter ran. Genau. Das und zeige das allen. Das werden wir alles nur sehen. Nee. Ich will mir noch eine Langspielplatte kaufen. Ja, hier ist ja auch immer so eine Bierhütte. Das ist jedes Jahr dasselbe. Oder fast jedes Jahr. Ja, gibt nochmal Leute, die trinken gerne Bier. Ja. Aber gibt gleich zwei, ne? Ja. Das ist, was ist das denn da? Ist das einmal die Bierhütte Teil 1 und die Bierhütte Plan B oder so? Plan A und Plan B? Ja. Ja, ich glaube, wir haben alles für heute gesehen. Willst du dich noch verabschieden? Oh ja, das wäre eine Idee. Ja. Also, macht's gut. Seien wir gespannt auf morgen. Ja, genau. Tschüss.